bei manchen, ihr fangt wieder ins alte Schema zum Kummer. Einer nimmer, die hat einen Antrieb. Und da bestimmen wir die Geschwindigkeit. Ich tue es von hinten her strecken und habe ein schönes, stabiles Motorrad unter mir. Ist das stabil? Beim Bullenreiten schon, ja. Das ist nur wenig. Das ist nur Ärger. Aber das wollen wir nicht. Das heißt, um eine Spur weiter nach hinten ziehen, die Kupplung, dadurch weniger Geschwindigkeit. Weniger Geschwindigkeit hast du mehr Zeit. Bei dir kommt durch die hohe Geschwindigkeit, ja, für das ist schnell, ja. Durch das wird das alles eng. Wenn du in Schrittgeschwindigkeit bist, siehst du, dass das so groß ist. Wirst du schneller, ist das nur mehr so groß. Wirst du noch schneller, dann schaut das so aus. Ja. Das geht über Augenaufnahme, über das Gehirn und du glaubst, du hast keinen Platz, weil man zu flott ist. Geringe Geschwindigkeit ist derselbe Abstand immer, aber nur ich bin halt langsam unterwegs und habe dadurch mehr Zeit zu arbeiten. Ja? Das heißt, einmal Spur weiter einnehmen. Und wenn ich es erinnern habe, dann lasse ich es. Und dann tue ich nur mit der Hinterradbremse, tue ich mich schön konzentrieren beim den Umfahren, ja? Und nicht in das Schema verfallen, in das alte, dass wir zum Rupfen anfangen. Ja? Auf das müsst ihr euch konzentrieren. Wenn die Konzentration da ist, der eiserne Mann, der kommt hier zum Hirn, das ist eingestellt und macht alles mit der Hinterradbremse, dann könnte die Hirn noch mal um die Hälfte fast kleiner machen. Man ist jetzt na ja, na hallo. Du kannst um etwas kleiner machen, weil du mit wenig Geschwindigkeit drinnen bist. Die wenige Geschwindigkeit ist das, dass ich viel Platz habe. Ja? Du, ich habe aber einen wahrscheinlich den niedrigsten Schwerpunkt. Kommt auch dazu, ja. Aber wir sollen den Ablauf haben, ja? Wir sollen das ungefähr verstehen, warum, ja? Es hilft mir nichts, dass ich die große Geschwindigkeit habe. Gut. Üben in diese Richtung. Und jetzt da wirklich auf das jetzt da schauen. Und ich mache da aber das andere, was wir noch machen, kurz nicht vergessen. Geht schon.